Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Michael Funk. Heute mit prominenten Gästen wie Ralf Hoffmann, Jörn Geffertz und Lou Richter. MyBet EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Jetzt bitten wir unseren ersten Gast auf die Bühne und das ist Ralf Hoffmann, Vorsitzender vom FC Hamburger Berg. Das sind Sportler des Amateurvereins mit Outfit. Kommen Sie her, selbst die Funktionäre. Das loben wir uns doch. Sehr schön. Ja, mein lieber Ralf, da gibt es eine ganze Menge Fragen an dich zu stellen, denn hier. Ich muss mir das ein bisschen ablesen, weil es auch für mich alles ein bisschen neu ist, denn hier. Aber erzähl mal, wie kam man auf die Idee, Fußballverein zu gründen? Ist erst seit vor 5 Jahren gegründet worden. Hamburger Berg ist ja um die Ecke hier bei uns. Genau. Ja? Und erzähl mal was darüber. Ja, schön laut und deutlich. Alles klar, also angefangen hat es eigentlich offiziell vor 3 Jahren. Wir sind jetzt in der 4. Saison und es hat angefangen mit Türstehern und Tresenbedienungen auf dem Hamburger Berg. So, die Jungs wollten sich dann alle mal auch außerhalb der Arbeit treffen. Wir dachten, Fußballverein wäre eine ganz gute Idee. Ja, und zu meiner ersten Training sind wir zu 4 gewesen. Das ist dann ja schon mal eine Viererkette. Viererkette, ja, weil Türstehern, das ist Voraussetzung. So, so hat das ungefähr angefangen und dann nacheinander sind wir gewachsen. Dann gab es vor 3 Jahren auch die ganzen Berichte in der Tagesschau mit den FC, also nee, mit den Lampedusa-Flüchtlingen, die da alle im Mittelmeer ertrunken sind. Irgendwann standen 30 von denen vor uns und haben wir denen natürlich gerne die Möglichkeit gegeben zu trainieren. Von da an sind wir gewachsen, sogar zwischendurch mal auf 300. So, und ja, so das ist in den letzten 3 Jahren passiert. Gut. Ihr seid natürlich auch, ich meine, das ist ein hartes Ding, Hamburger Berg, aber das ist ja, ihr habt, glaube ich, es müsste lügen, 12 oder 20 verschiedene Nationen. Genau, eigentlich sind wir sogar über 20 Nationen. 20 verschiedene Nationen. Ja. Stellt sich natürlich die Frage, die Kommunikation beim Training. Sprechen die alle Deutsch oder muss man da mit Händen und Füßen, wie es beim Fußball üblich ist? Genau, also wir machen Deutsch, Englisch und dann noch ein bisschen Arabisch manchmal. Ach was? Ja, genau so. Ja, ja, nee, es ist ja so. Das ist ja so, bei 20 Nationen, da kommt ja jede Sprache zur Geltung. Sprich, jeder ist hier und spricht Deutsch. Und das ist auch Sinn der Sache, weil es gibt ja nichts Besseres als Fußball, um Leute zu integrieren. Das ist so. Fußball ist international, unsere deutschen Stars spielen im Ausland, ausländische Stars spielen in Deutschland, hat alles seinen Sinn und seine Berechtigung. Korrekt. Also Hauptsprache Fußball. So ist es. Spaß, Sport, da braucht man eigentlich keine andere Sprache. Genau. Eigentlich, Fußball erklärt sich fast von selbst. Ne? Wenn du da ein bisschen mehr willst, dann macht es schon Sinn, noch ein bisschen zu übersetzen. Okay. Ihr habt ja nun mit Sport und Leistung noch nicht so von euch reden machen können, aber ihr habt ja ein paar Rekorde aufgestellt, zum Beispiel im Dauerfußball und Dauerdribbling. Wie kommt man darauf? Wie darf man uns das vorstellen? Damals, also das erste, das längste Fußballspiel in der Sportgeschichte, war die Idee, auch Spenden für die Geflüchteten zu sammeln. Weil das hat am Anfang, vor 3 Jahren, muss man sich vorstellen, da gab es gar nichts. Da gab es also, das fing dann sogar an mit Klamotten für den Winter und Essen und Schlafplätze und also von null. Und dann musste man sich irgendwie mal was einfallen lassen, wo man das alles herkriegt, weil wir haben schon gute Jungs im Verein, die dann auch privat alles so reinpacken, was geht. Aber bei den Zahlen hat das halt hinten und vorne nicht gereicht. Und dann hat man sich was überlegt, was kann man machen. Weltrekord war eine schöne Idee, 5 Tage, 5 Nächte. Ein bisschen Spenden einsammeln. Wo habt ihr das gespielt, wenn ich frage? Wir haben das hier im Sternschanzenpark gespielt. Ah ja, alles klar. Das ist auch mit dem Herzen von der Integrationsfamilie. War klasse, ne? Fanden wir ganz toll. Dann haben wir auch Unterstützung von St. Pauli zum Beispiel bekommen und wir mögen dieses positive Beispiel, dass die sich so sozial engagieren. Das war dann eben auch der Grund für den 2. Weltrekord. Dribbling. Genau,
Da haben wir einen Ball durch fast alle Straßen in Hamburg getrieben. 4000 Kilometer weit. Ne, ehrlich? Doch, ehrlich. Herbertstraße vorbeigegangen. Herbertstraße waren wir nicht drin. Hätte man den Ball verloren wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. So, ne? Und das ist ja ein Ding. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben wir genau am Tag von der Weltmeisterschaft gestartet. Und wir wollten es eigentlich in 2-3 Wochen durchziehen, es hat aber leider 2 Monate gedauert, weil du weißt auch nicht, worauf du dich einlässt und es gibt auch viel Hamburg Spaß. Hamburg ist eine Großstadt. Und auch die Wege sind manchmal so unebenen, du musst wirklich wenigstens Ball, ne? Oder schöne Nummer. Ja doch, und das haben wir dann gemacht, um Spenden für beide Kinder dieses Jahr zu sammeln. Genau. Und gucken wir mal, was die Zukunft so bringt. Aber hat uns Spaß gemacht. Aber ihr habt den Rekord ja nicht um ein bisschen verbessert, sondern ihr habt ja gleich eine Marke vorgelegt. Bin ich da richtig informiert? Waren das irgendwie 400? Es waren, also der alte Rekord war 3069 Kilometer. Ja, und wir mögen es dann irgendwie eine Zahl hinzupacken. Ne? Die klingt so wie 111 Stunden oder 4000. Und dann waren es 4000. Voll meine Meinung. Super. Ja. Bei der Gelegenheit, bei unserer Sendung, muss man sich vor der Sendung entscheiden. Und da schreibe ich auf dem HSV-Trikot oder auf dem St. Pauli-Trikot. Am Ende des Jahres werden die Trikots fürs Kinderhospiz versteigert. Wo hast du unterschrieben? Pauli. Jo. Voll schwer, ne? Pauli. Eine Frage jetzt auch zum Sport, weil das gehört auf einmal unter Fußballzwangsläufig dabei, weil die Idee ist grandios, finde ich toll, also das nur zu unterstützen und auch zu propagieren, deswegen machen wir das ja auch und haben euch eingeladen und freuen mich, dass ihr gekommen seid, auch mit Spielern der Mannschaft. Vielen Dank. Wie schaut es denn aus? Was ist denn so das realistische Ziel? Weil nur daddeln, nur durch die Straße, den Ball dribbeln, ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, also auch, aber man muss ja auch ein bisschen Ehrgeiz haben, ne? Hast du völlig recht. Es ist mir auch sehr unangenehm, dass du dich so gut informiert hast, dass wir sportlich also noch nichts gerissen haben. Tatsächlich, wir wollen schon in die Kreisliga aufsteigen. Also wir sind dann Kreisklasse A, immerhin noch, was auch die 9. Liga in Deutschland ist. Also ist schlecht, klar. Aber ja, wir wollen in die Kreisliga aufsteigen. Gut. Und wie ist es denn, die Fluktuation der Spieler, die jetzt am Anfang gekommen sind, sind da noch viele dabei oder gehen die wieder schnell weg, egal aus welchen Gründen auch immer, oder bleiben die dem Verein in irgendeiner Form treu? Sowohl als auch. Also zum Beispiel am Anfang war es ein Problem, alleine Fahrkarten für die Spieler zu besorgen. Das kannst du für 2-3 machen, aber wenn es dann 100 Leute sind, die nur eine Fahrkarte besorgen musst, damit sie zum Training kommen, da fing es dann schon an. Und dann sind wir auf die Plätze gegangen, wo diese Camps waren. Und mittlerweile ist es so, dass sich natürlich einige, die werden von ihren Camps woanders hingeschickt und dann sind die Wege auch so weit, dass sie sich da einen Fußballverein suchen. Wir sind weniger geworden, weil wir auch nicht nur Fußball angeboten hatten. Das waren auch noch mehr Angebote. Zum Beispiel, erzähl. Da gab es alles. Es gab Boxen, Volleyball, es gab Mutter-Kind-Turnen, solche Basketball. Das ist natürlich wie ein Sportverein. Das wurde organisiert. Wir speziell machen schon Fußball. Das war schon wegen der Geflüchteten. Wir machen speziell Fußball. Es sind auch welche gegangen, auf jeden Fall. Das passiert immer so. Aber wir sehen sie auch hin und wieder wieder. Macht Spaß insgesamt. Gut, dann machen wir jetzt mal, das ist nicht abgesprochen, das mache ich mal einen Aufruf an alle, die zuschauen. Es lohnt sich, eine kleine Spende zu machen, sei es Sachspenden, wie auch immer, für den Fußballverein, den hier Hamburger Berg, hier am Hamburg St. Pauli, weil ich unterstütze das mit allem, was ich kann. Es ist eine gute Sache. Junge Leute werden integriert und das ist ja, was wir letztendlich wollen. Und dass noch Spaß und Freude dabei rauskommt, mehr kann man nicht machen. Auf die Bühne unsere bezaubernde, langbeinige Nadine. Applaus, Applaus, Applaus. MyBelt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge.
Maybelt EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.